steht ja angeblich für besonders kindgerechte, für besonders gesunde Lebensmittel. Doch der Hersteller empfiehlt Instant-Tees, Zuckergranulat-Tees, explizit für Kleinkinder ab dem 12. Monat. Das widerspricht jeglichen Ernährungsempfehlungen für Kleinkinder und steht in krassem Widerspruch zu dem, was HIP an Bekundungen macht. Schließlich steht HIP, wie kein anderes Unternehmen, angeblich für gesunde, kindgerechte Lebensmittel. Wir werden jetzt den goldenen Windbeutel versuchen, der Geschäftsführung von HIP zu überreichen. Und wir sind gespannt, ob der Hersteller für ein Gespräch zur Verfügung steht. Ja, guten Tag, hier spricht Oliver Hölsinghaar von Foodwatch. Wir möchten gerne das Verbrauchervotum überreichen von der Wahl zur Werbelüge des Jahres, denn die Instant-Tees ab dem 12. Monat von Ihrer Firma HIP wurden zur dreistesten Werbelüge des Jahres gewählt. Ich schicke Ihnen einen Mitarbeiter. Hallo. Isabel Feix hier, mein Name. Hallo, Oliver Hölsinghaar. Ja, Pressestelle HIP. Was kann ich für Sie tun? Wir möchten gerne das Verbrauchervotum überreichen. Es haben 130.000 Verbraucher abgestimmt. Und davon haben mehr als 44.000 gestimmt, dass Ihr Produkt, nämlich die Instant-Tees ab dem 12. Monat, die dreisteste Werbelüge des Jahres sind. Da möchte ich Ihnen ganz klar antworten, wir werden diesen Preis nicht annehmen, weil es bei HIP schlichtweg keine Werbelüge gibt. Denn die Zusammensetzung unserer Produkte ist auf allen Etiketten klar und deutlich angegeben und für den Verbraucher ersichtlich. Und deswegen sagen wir haben diesen Preis absolut nicht verdient. Die Geschäftsführung stand für kein Gespräch zur Verfügung. Stattdessen wurde eine Mitarbeiterin der Pressestelle geschickt. Die hat jegliche Kritik im Grunde abgebügelt. Das zeigt, der Kinderlebensmittelmarkt muss dringend reguliert werden. Es reicht nicht, lediglich an die Unternehmen zu appellieren. Es kann und darf nicht sein, dass Lebensmittel, die explizit an Kleinkinder beworben werden, jeglichen Ernährungsempfehlungen für Kleinkinder widersprechen. Ich bestehe zu 94% aus Zucker und war deswegen heute hier, weil ich zurück ins Werk wollte. Aber mit mir wurde nicht gesprochen, ich wurde nicht zurückgenommen. Dann ziehe ich eben wieder traurig von dannen.